eigentlich schon genug Fixies gefangen? Mal kurz gucken. Ja. Ja, dieser Sparkit. Bleib doch mal da. Warte. Was ist da? Ja. Hier ist noch eine Lift-Statuette. Ich hab den Sparkit nicht gefangen bekommen. Und die Kremis wollten hier in der Nähe schlafen und haben sich durch unseren Kampf so gestört gefühlt, dass sie jetzt den Sparkit gewonnen-shottet haben. Hör auf, dich zu streiten! Ups! Die offizielle Server-Performance? Ja, weiß ich halt nicht. Ich habe bei meinem Server auch extra... da waren irgendwie bei den How-To's für den Server... waren Server-Flex, die du setzen konntest. Die habe ich direkt mal einfach gesetzt, die die Performance verbessern sollten. Na gut, kann auch sein, dass der vielleicht für 32 dann doch vielleicht ein bisschen zu viel ist und dass da erst wirklich noch an der Performance gedreht werden muss. Kann ja natürlich sein. Wenn wir hier alles einsammeln gehen. Nice. Du hast gesagt, eine können wir jetzt machen, eine Laterne. Wir haben... einmal die Kiste. Wir haben 15 antike Bauteile jetzt. Ich habe im Inventar noch 2. Ja, schade, dann fehlen uns genau 3. Fehlen uns genau 3. Die könnten wir vielleicht aber bekommen, hey, wenn wir den... unterwegs sind. Ja, dann. Wir können vielleicht noch in den Dungeon rein. Ich glaube, der Boss am Ende des Dungeons würde wahrscheinlich auch nochmal einen antike Bauteile droppen. Weil der ja quasi eine Alpha-Version ist. Und die Alpha-Versionen droppen, glaube ich, antike Bauteile. Wir haben übrigens 100 Eisen jetzt. Ich mache uns beiden mal so einen normalen Futterbeutel. Der ist eigentlich ganz cool, weil solange du quasi dort Futter reinpackst, also Beeren, füttert der automatisch deine Pals in deinem Team und er füttert dich. Das sieht doch gut an. Auf jeden Fall Pledermüsse. So, ich mach mal schon mal eine Laterne. Wenn du willst, kannst du die haben. Das wäre ja echt ganz famos. So. Ich habe die mal beide genommen. Hier ist... halt, stopp. So, die liegt jetzt einmal für dich bereit. Oh nee. Jetzt ernsthaft? Ich kann den nicht teilen. Du musst die echt nacheinander machen. Ach, wie dumm ist das denn? Jetzt habe ich hier 2 Futterbeutel drin. Ich kann aber auch nichts davon abwerfen, ne? Das ist ja... Banane. Ja? Macht nichts. Kann ich die in die Kiste... Naja, kann ich auch natürlich nicht in die Kiste. Was denn? Den musst du da aufwerfen. Das ist das helfen. Ding. Na, ich kann den nicht. Und nichts machen gerade. Jetzt habe ich automatisch. Guck mal, ich habe so eine kleine Laterne. Die sieht ein bisschen weird aus, aber ich habe eine kleine Laterne bei mir und es ist automatisch hell. Gut. So, warte, dann mache ich hier. Dann mache ich hier nochmal einen Futterbeutel.
Das ist ja jetzt los. Ja, ja, die Laterne ist echt cool. Das ist echt praktisch. Finde ich nice. Finde ich immer richtig, richtig cool, wenn Leute so Features ins Spiel mit reinbringen. Die einfach, wo du am Anfang, du hast die Fackel, das verbraucht dir halt einen Slot in deiner Hand. Die musst du halt rumtragen. Und dann irgendwann später kannst du halt sowas wie eine Laterne craften, wo einfach quasi dir so Licht spendet. Ich liebe solche Mechaniken. Die sind einfach gut. So, jetzt. Futterbeutel können sie... Ah, nee, mehrere Futterbeutel bringen dir auch mehrere Futterbeutel-Slots. Never mind. Oder? Weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Ich kann auf jeden Fall zwei Nahrungsdinge hier reinlegen. So, was für Technologie? Was haben wir denn da? Ein Generator. Sehr wichtig. Ich baue mal das Silo. Ich nehme auch mal die alte Pistole hier. Silo habe ich schon. Generator. Dafür haben wir zu wenig Elektrodrüsen. Silo hast du schon. Zu spät. Aber macht ja nichts. Ja. 100 Stein, 100 Faser. Okay. Ich glaube, man konnte auch Fasern herstellen. Und zwar hier. Machen wir doch mal noch so ein paar Fasern. Haben wir noch ein bisschen davon den Auftrag geben? Gut, kann ich jetzt theoretisch auch alles machen. Okay. Also, wenn du willst, können wir noch die Höhle erkunden gehen, den Dungeon. Moment. Ich muss ja gerade noch ein bisschen dekorieren. Okay, das Silo ist halt noch ein bisschen viel. Da bräuchte ich echt noch einiges an Stein. Mal gerade. Da hängt ein Gleiter in der Luft. Ja, nicht Buggy. Gar nicht Buggy. Nein, was? Ach. Okay, die Rüstung sieht auch richtig komisch aus, wenn die nass wird. Eieieiei, ich spiel. Okay. Na gut, man muss ja auch sagen, das Spiel ist auch noch im Early Access. Ja, quasi noch gar nicht released. Ich das Silo jetzt bauen? Ne, da fehlen noch Fasern, ne? Da sind ein paar Pfeile. Kann ich mir die nehmen und wir teilen die? Super, ja.
Guck mal. Bitteschön. Oh, nice. Ein Tisch. Wie cool. Also ich hier kann man sich aber nicht wirklich draufsetzen. Das ist cool. Ja. Platzieren sollen, weil ich kann über die Möbel keinen Teppich mehr setzen. Hm. Aber andersherum geht, oder was? Ja. Das ist natürlich doof. Ein bisschen schade. Okay, dann Teppich halt jetzt fast drauf. Mitten im Weg. Passt. So. Ich wünsche auch einen schönen Samstagabend. Gleich bald. So, einmal den Stein hier rein. Let's go. Mehr kann ich eh nicht machen. Genau, aber ja, aber noch ein bisschen. Nice. So, das Silo. Wo sollen wir, wo bauen wir denn am besten das Silo hin? Dann neben das Lagerhaus? Jo, dann schon. So rechts oder neben? Hm? Aber nicht vors Fenster. Hier sind. Let's go. 6 Minuten 40. Holy moly. Okay, das können die auch bauen. Wenn wir wiederkommen. Oh. Das sieht schon richtig, das sieht schon richtig gut aus. Das ist echt nice. Echt cool. Doof ist halt, dass das so ein bisschen in den Boden reinklippt und hier halt noch so ein bisschen Gras rauswächst, ne? Ich kann's wirklich nicht ändern. Ich würde es mir anders wünschen, aber du siehst das halt erst, wenn du wirklich diese Bodenplatte baust. Ja, das Ding ist halt die Frage, ob du vielleicht sogar zwei Bodenplatten übereinander stecken kannst, weißt du? Mm-mm. Dann hättest du wahrscheinlich nicht das Problem. Nee, okay. Ja, gut. Alles egal. Man muss halt wirklich eine Gegend finden, wo man kein Problem hat. Ja, ja, gut. Oh, ja. Hab ich noch ein bisschen Fasern bekommen. Huch! Hat dein Mikro sich, glaube ich, gerade abgehört? Bitte? Dein Mikro war kurz gesucht. Ach Gott. Bin ich wieder da? Nee. Nein. Oh nein, mein Spiel steht wieder. Bitte stürzt mal wieder ab. Oh, du läufst gerade bei mir? Tschüss. Mein Spiel ist schon wieder abgestürzt. Oh no. Yep, du bist auch irgendwie in den Wasserfall reingelaufen und das war's dann. Gleich einmal Rechner neu starten. Mach in der Zeit eh nicht wirklich viel. Ich gehe hin und durch. Ich könnte gucken, wo ich noch ein bisschen Dings brauche für meinen Fangbonus. So, Tanzi brauche ich noch. Die habe ich jetzt alle. Ich brauche noch Liffmunk. Auch noch den guten
Fuck. Sparkit, Tanzi. Hab ich. Ja, den brauche ich halt auch noch. Da brauche ich auch noch zwei. Das habe ich. Davon brauche ich noch die Presso, habe ich auch noch keinen gesehen. Was ist denn? Nox? Nox sieht aber auch gut aus. Huch! Da ist das Internet komplett weg. Ei! Das ist ja nur noch auf YouTube zu sehen. Ha! Internet hat sich nämlich komplett verabschiedet. Putti kompletti. Mal gucken, ob das den Server beeinflusst. Nee, ich glaube nicht. Weil der ja auf meinem Rechner läuft. Hä? Da hat das Internet einfach gesagt, nee, wir machen mal aus. Wir machen mal hier eine kurze Pause. Hier so ein kurzes Bäuschen, bis dann auch der Stream wieder da ist. Und das Internet wieder da ist. Das kann man gut als Break benutzen. Hallo, da sind wir wieder. Hallo. Kurzer, einfach totaler Internetausfall. Ausgründen. Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Mal wieder mit dem Chat verbinden. Perfekt. Es ist irgendwie ein wenig doof. Naja. Da ich noch so ein klein wenig da reingeredet habe, ich weiß auch nicht mehr, was ich geredet habe, als das Internet komplett ausgefallen ist, wahrscheinlich war das auch deswegen, dass du vom Server geflogen bist, Schatz. Also, Ja. Gut, das sind Ukratis. Hab ich denn? Ja, so ein ganz klein wenig was. Den Damm können wir wahrscheinlich nur damit angreifen. Okay, ne. Der sagt mir, er darf auch damit angegriffen werden. Nice. Ne, hallo? Bleibst du in dem Ball? Ja, stopp. Ne, tut er halt wirklich nicht. Opa. Ja. Denkt der sich auch so. Komm schon. Nice. Okay. Manometer. Also dieses Internet, passt mal einmal nicht auf, dann ist es weg. Ich habe jetzt aber bei mir, da ich ja eine Gott sei Dank eine WLAN-Karte drin habe, sollte das bei mir hoffentlich nicht mehr der Fall sein. Ich habe nämlich normalerweise WLAN aus, weil es auch nicht so gut ist. Alle WLAN. So, warte. Wand lässt grüßen, ja, definitiv. Die Wand. Gar nichts. Ja, quasi gar nichts, weil war ja weg. So 40 kann man sich machen. 40 Stück. 40 gehen. Jetzt mal einmal den Penking da drauf an, der darf da einmal machen. Da sind ja auch wieder 90 Metallbahnen fertig. Sehr schön. I like. Wait. Nee, war der. Konnte der Penking nicht. Warte mal. Team Penking. Penking hat Bergbau 2. Danke, dass du dir die Halsfern jetzt genommen hast.
Ich hoffe, ich krieg die Hälfte. Super. Warte mal. Lass mal alle zusammenlegen. Hast du auch noch welche? Ja, dann nimm die da mal. Nehmen Sie die da mal. Take it. Ja, ist halt wirklich dumm. Ist halt echt dumm, wenn sowas passiert mit dem Internet. Ich glaube, es hängt an den Devolus. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Ich glaube PowerLAN oder so irgendwie was, keine Ahnung. Wir haben so PowerLAN und irgendwas ist mit denen nichts mehr so toll. Vielleicht muss ich neue kaufen. Nice, dankeschön. Du, ich hab dir doch Pfeile gegeben. Wie, keine Pfeile? Hä? Ne, ich hab doch 150. Du darfst gerne noch holen. Warte. Hier ist something. Oder auch nicht. Aber ich höre noch ein Hukrates. Beziehungsweise ich habe es gesehen. Ein Hukrates. Nicht wahr, ja. Ja, nicht knapp und so. Oi. Ja. Knappe Kiste und so. Sollen wir noch einmal schließlich schlafen? Warum nicht? Okay, gut. Dann teste ich mal einmal meine Theorie. Ob ich mit dem Penking das Erz abbauen kann. Wenn ich mit darüber geht's. Wenn ich mit Le Penking das Erz abbauen kann, dann brauchen wir einfach nur ganz viele Penkings. Bitte. Es geht! Er kann Erz abbauen. Okay, wir brauchen massiv viele Penkings. Du hast auch einen, gell? Was meinst du, Regenerationszeit? What do you mean? Ach so, eine Stunde. Eine Stunde braucht der Kerl. Ja, nee, wir haben ja jetzt erst vor kurzem gemacht. Ich glaube, das dauert noch ein klein wenig. Oh, ich merke gerade, dein Voice ist gar nicht an. Du hast gar nicht zu hören. Hallo. Sorry. Unverschämtheit. Ich geh mal gucken, ob der da ist oder nicht. Ja, guck du mal. Opa. Schnelle Reise. Ich verstehe nicht, warum du meine Stimme mal ausmachst. Weil ich automatisch immer deine und meine mute. Aber ich weiß auch nicht, warum ich nicht gleichzeitig dann auch deine und meine wieder anmache, weil... Macht keinen Sinn, aber naja. I do this. You better not do it again. Das ist doch traurig. I try not to. So. Du... Holy moly!
gutes Zeitgefühl. Ich hätte jetzt ernsthaft gedacht, es wäre noch länger, so eine halbe Stunde bis dreiviertel. Es sind 20 Minuten. Krass. Respekt. Ich wollte jetzt alle Sachen holen, um noch ein Lager zu bauen. Baue ich nämlich ein Lager und dann setze ich diese Pancakes da rein. Kann ich hier ein Rezept wählen, was mir noch ein paar Dinger macht? Ich brauche auch noch Stein. Und ein ganz klein wenig Holz. Klein wenig Holz, ein klein wenig Palladium und Stein. Ist hier noch Stein drin? Eins. Gut. Naja. Egal, hier liegt ja noch Stein rum. Stein, 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 Stein. Stein sei mein. Und alles ist fein. Wir spawnen jetzt übrigens auch bei uns in der Nähe, diesen Batz. Diese Tombots. Was? Ja. Diese fancy Viecher. What? Oh, ich habe noch keinen einzigen davon. Du hast den gefangen, glaube ich. Ich habe den noch. Da kann man umrufen. Stimmt. Dings von eben. Jetzt war deine Stimme kurz weg. Scheiß fangen. Was? Oh no. Jetzt ist sie kurz. Jetzt ist sie kurz abge. So, warte. Wir. Ja. Einmal zur Kathedrale. Kirche. Gut. Jetzt kann ich hier ein weiteres Dings bauen. Wie weit rüber hier? Wie weit rüber kann ich gehen? Das Terrain ist zu steil. Jetzt mache ich das hier hin. Oh, ich komme voran. Und dann setze ich meinen Pen-King hier nämlich rein. Und dann mache ich die hier rein. Und dann so ein Kimari, der halt transportieren kann. Und der kann sogar anbauen. Die können das auch. Die können anbauen. Dann brauche ich noch einen, der bewässern kann. Und dann vielleicht zwei Boxpacks. Die man einfach dazu benutzt, um Zeug zu machen. So. Okay. Wir machen eine. Eine Truhe. Okay, ich brauche Holz dafür. Never mind. Truhe. Die stelle ich jetzt einfach mal hier so hin. So. Eine Truhe, perfekt. Und was brauche ich für einen Ofen? Du bist jetzt Level 27. Ich brauche Feuerdrüsen, Stein, Holz. Dann gehen wir mal einmal zurück. So, Waffenbogen. Ach, mein Bogen ist kaputt. Frage ich im Mel Parker. Nicht gegen den gegen Dings laufen, ne? Ganz böse, los. Ganz böse gegen Mamoris. Jetzt noch ein Tombat. Oh. Ah. Komm mal. Nimm dir auch eins. Ich komme.
Du warst da unten irgendwo, ne? Ah, hier sind aber noch Hokrates. Warte, ich muss erst die Hokrates. Oh nee. Oh nee. Oh. Dann. Lass dich fangen. Erna, wo gerade ist. Da. Komm, noch mal. Nice. Ich denke, ich habe gefangen. Nein! Sich wieder befreit! Komm schon! Ich will noch so ein. Ich will noch so ein Tom-Ding-Bum-Bum. Oh no! Was hast du getan? Bist du gegen ihn gelaufen? Nein, der Mel Parker hat sich die ganze Zeit unter ihn gestellt und jetzt war er sauer, weil wir uns gestritten haben und jetzt hat er das Mel Parker umgebracht. Hm, das ist nicht schlecht. Wo ist der? Ah, da hinten! Da rechts. Ich sehe, da links ist eigentlich, ich wollte gerade sagen. Da links! Da ist es! Orientierung für den On-Point. Schon da jetzt nur gleich hoch, weil ich Waffen hab. So, 29 Ruhe. Ja, das. Ich wahrscheinlich ein paar viele kosten. Oder auch nicht? Maybe auch nicht. Komm schon! Nee, ich hab halt Waffen hoch. Ah, warte, aber das macht ja nichts. Ich kann ja trotzdem so ein ganz klein wenig damit machen, mein Lieb. Hast du einen Baseball? Ach, komm schon. Kein Baseballschläger, aber ich habe eine Spitzhacke dabei. Okay. Ja, nice. Ich hab's. Hätte ich nämlich auch noch nicht gefangen. Ne, den kannte ich tatsächlich vorher auch gar nicht. Du hast ihn doch schon gefangen gehabt. Jetzt ja, aber vorher gesehen hatte ich den noch nicht, bis ich den eben erblickt hatte. Hm. Ja, mein Internet war schon wieder kurz weg, ne? Wie es aussieht. Und? Ich habe mich schon wieder live gemeldet. Was ist denn das? Das ist ja komplett Banane gerade. Internet sagt sich so, Dudes, I don't want to. Ah, Aber es gibt dich wieder. Es gibt sich wieder. Du bist Level. Ich bin Hälfte von Level 26. Du beschwerst dich, dass ich einen Chillit allein hole, weil du keine XP bekommst. Wo ist denn hier die. Wo. Also bei mir klappt es jetzt. So, wieder repariert. Sehr schön. Ja, bei mir, also, was ist das? Ah, nee, hier, okay. Ich wollte gerade sagen, irgendwie hört sich wieder an nach einem Dings, aber Chillit kühlt einfach nur bei dem, kühlt einfach nur den Dings. Den Kühlschrank. Okay. Ich habe gebraucht noch für den Ofen, ich muss noch zwei Ofen bauen, jeweils drei Feuerdüsen. Ich nehme einfach mal alle mit. Ich habe ganz viel Stein gebraucht. Lass mal gucken, Technologien. Da müsste ja doch hier irgendwo dabei sein. Dann nehme ich doch das Geld. 100 Holz. 100 Stein brauche ich. Und 40 Holz. Okay. Warte, ich habe gerade noch ein bisschen Stein gefarmt. Ich mache da mal.
Okay, perfekt. Ich kann noch ein paar Hungersphären machen. Sehr schön, das reicht auch schon. Dann nehme ich noch das dann. Ne, das ist ein bisschen zu viel. Ja, perfekt. Dann gehe ich doch einmal Ofen bauen. Da hinten. Möchten Sie auch noch mitkommen, ihr kennt mich, ihr Panking da reinsetzen? Hier ist ja einiges los direkt. Bauen. Primitiver Ofen. Wir primitiven Ofen 1. Also ich hatte den Panking mit mehr Muskeln als Verstand. Nice. Sieben Sekunden. 4, 3, 2, 1. Internet wieder weg. Nice. Oh, heute ist echt schlimm. Heute ist echt schlimm. Brauchen wir noch andere Pals? Ich glaube nicht. Ja. Das gibt's doch gar nicht. Ja, ich weiß es auch nicht, was es jetzt gerade ist. Ich trenne auch mal. Gerade das WLAN dann wieder. Kann auch sein, dass es bei mir irgendwie hängelt. Okay. Ist halt wirklich dumm. Es ist halt wirklich doof. Auch weil jetzt meine ganzen Videos, der fängt halt immer wieder an. Wir haben hier 2 Stunden 15, dann 14, dann 5 Minuten, dann 22 Sekunden. Ah. Ich wüsste halt wirklich nicht, wie wir das am besten lösen. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich weiß wirklich nicht, was los ist. Ich hab keine Ahnung. Denkst du, können wir noch ein bisschen Pause machen? Ich glaube ja weniger. Also ich gehe nicht davon aus. So. Landet hier denn Holz drin? Ich noch? Was kann der denn? Oh, der Tombat kann auch hier Bergbau 2. Und er kann sogar. Er kann sogar transportieren 2. Der Tombat ist eigentlich richtig geil. Den hier brauche ich aber noch. Ich würde dann noch zwei. Ich setze hier einfach noch 2 Beete hin. Nahrung. Bärengarten. Ah, ich brauche noch Bärensamen. Ich muss noch einmal zurück. Ja. Job. Einzige, was gut ist, YouTube zum Beispiel, interessiert das natürlich jetzt eher weniger, wenn der Streamer kurz abbricht. Glaube ich zumindest. Das ist gut. Den einzigen, den es leider interessiert, das ist das gute Twitch. Das gute Twitch kann das nicht so gut verkraften. Ich wüsste auch nicht, was das Problem sein könnte. Vielleicht muss ich wirklich mal beim Provider anrufen und sagen, hey Dudes, wir haben hier immer. Uns geht das Internet flöten. Aber na gut. Das ist tatsächlich mal eine gute Idee. Ja, das Ding ist halt, was ich halt glaube, dass es wirklich an den Devolus hängt. Ich bestell vielleicht einfach neue Devolus. Aber die nächste Woche haben wir neue Devolus. Dann ist egal. Dann kriegst du auch einen neuen. Hm.
Es ist auch nicht, wie sich leichte Schwankungen dann theoretisch auf das Internet auswirken, also Schwankungen im Stromnetz. Das weiß ich auch nicht. Das könnte natürlich auch ein Problem sein. Okay. Ich wollte Bärensamen holen, ne? Ich renne hier komplett konfus hier rum. Ja, vergessen, was du wolltest. Ja. Aber, ich glaube, ich brauche 6 Stück dafür. Auch noch Steine. Was brauche ich für das Beet? 20 Steine pro. Das heißt, ich brauche noch Holz. Und die 40 Holz. Und noch ganz viele Steine. Jetzt ist die Frage, wo sind die Steine? Werden hier immer schön wegtransportiert. Mess. Dann sollte ich jetzt eigentlich... Nee, ich brauche noch mehr. Oh, noch mehr Steine. Hier hinten sind noch welche. Juhu. Na. Hallo. Also ich packe gerade noch ein bisschen Kalium auf. Jo. Also nicht wundern, wenn ab und zu mal der Stream ein bisschen weg ist, ne? Nur an alle, die zuschauen. Kann passieren. Entweder Internetprovider oder die Devolus, beziehungsweise Powerland spielt gerade ein bisschen. Mach gerade. Und seid gerade. Das Internetnetz mischt mehr so, wie es soll. Das Internetnetz nicht mehr so, wie es soll. Jawohl, das ist sehr gut. Das ist ein schöner Spruch. Macht gerade eher so sein eigenes Ding. Ja. Und die da mal da rein. Aber ich habe das Gefühl, mit dem Erz abbauen funktioniert das auf jeden Fall jetzt schon mal sehr gut. Das funktioniert insane gut, habe ich das Gefühl. Vor allen Dingen mit den Tonbats, ne? Ja. Das funktioniert richtig gut. Habe ich denn 2 Fox-Packs? Hast du das mal ausgetestet, ob man mit dem mit der Kiste auf die Kiste vom anderen Lager zugreifen kann? Ob das geht? Nee, geht nicht. Nee. Okay. Also du baust halt wirklich. Du baust wirklich nur mit den Sachen, die in diesem Lager sind, wo du dich gerade befindest. Okay, heißt wir müssen immer mal wieder zwischendurch hin und checken. Jo. Wo ist der andere? Wo ist der andere Foxpax? Ja, runtergefallen. Runtergefallen. Kannst du mal. Ah, ich brauche noch Betten. Ich brauche noch 11 Betten. 11? Oh. Ja. Hier sind 11. Hier sind 11. Levels? Mit welchem Lagerlevel sind wir denn gestartet? Ey, direkt. Du startest direkt mit dem, wo du auch so hast. Ja, dann komme ich gleich nochmal. Ich glaube, ich habe hier jetzt erst. Ja, dann musst du aber denk dran, dann so ein paar Betten mitzuholen, ne? Wie ein paar Betten. Also hier Materialien für Betten. Ja, manchmal. Was ich mich gerade frage. Und Futter, ein Futterdruck brauchen wir auch noch. Fällt mir gerade auf. Ich habe seit Ewigkeiten schon immer diesen kleinen Igel gesehen.
habe einen. Ich auch, aber ich habe nie wieder einen zweiten gesehen. Hm. Dein Panking übrigens denkt sich so, ich schlender mal durch die Weltgeschichte. Arbeitet er nicht so gerne? Weiß ich nicht. Ah ne, das ist gar nicht deiner, das ist einfach meiner. Meiner hat sich so gedacht, ich bin mal hier, ne, ist, bisschen weiter weg und so. Ich hatte den mehr lieber als verstanden. Ja, du hast den ja Level 15, das ist meiner so ein bisschen höher, ich hab den immer dabei. Ne, ja, doch, ich hab den Schilder immer dabei. Sag mal. Box Parks. Was machst du denn da? Arbeite! Das da ist richtig gut, das da ist wirklich richtig gut. Das wird uns sehr viel, das wird uns extrem viel Links bescheren. Hast du noch Holz da? Bei dir? Ja, die bauen die ganze Zeit Holz ab. Aber da kommt irgendwie nicht so viel an. Holz und Fasern brauche ich. Das kann ich doch alles bei dir aufnehmen. Du kannst Fasern sowieso herstellen. Wenn du mal bei uns im Lager auf den Zerkleinerer gehst. Ja, passt schon. Wie viele Fasern brauchst du denn? Ein paar. Das heißt ein paar? Nach Gefühl. Nach Gefühl. Hä? Ich weiß es nicht auswendig. Ich gucke jetzt einfach mal. Okay. Aber soll ich denn hier noch ein Haus bauen oder soll man das einfach so offen lassen? Ich glaube, du kannst das so offen lassen, das ist einfach wie so eine Fabrik, ne? Wie so eine. Wir machen das jetzt für ganz viel. Für ganz viel Eisenfabrik. Das ist der Reason. Der Reason behind it.